Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Figuren-Review hier bei mir auf dem Kanal. Und heute schauen wir uns an aus der Mezco 112 Collection Jason Voorhees aus Freitag, der 13. Teil 3. Und Teil 3 ist der erste Film, in dem Jason sein ikonisches Aussehen bekommt, inklusive, Achtung, die Folie blendet ein bisschen, Eishockeymaske und Arbeiterhemd und Arbeiterhose etc., so wie wir die Figur eigentlich kennen. Hier seht ihr die Rückseite der Verpackung, auf der schön zu sehen ist, was alles dort drin ist. Verschiedene Köpfe, Mordwerkzeuge und alles, was das Slasher-Herz begehrt. Und hier noch einmal die Box von vorne und ihr seht, das ist sehr schön an Freitag der 13. angelehnt. Hier an der Seite dann auch nochmal das Bild, ich glaube, das ist von dem Poster auch. Ich würde sagen, wir machen die Packung einmal auf und holen die Figur heraus. Und hier ist nun Jason Voorhees außerhalb seiner Verpackung. Und auf den ersten Blick ist es wieder eine super Figur von Mezco. Man hat die Äußerlichkeiten der Figur sehr schön eingefangen. Und ich würde sagen, wir schauen mal, ob es hier irgendwelche Besonderheiten in der Beweglichkeit gibt. Aber eigentlich haben wir hier die typischen Bewegungspunkte einer Mezco-Figur. Alle Gelenke sind auch relativ fest, aber nicht zu fest. Wir können Jason auf jeden Fall in eine Pose der Verfolgung bringen, dass er seinen Opfern hinterherläuft. Das geht und da sollte die Figur dann auch eigentlich ganz gut von alleine stehen. Außerdem, wenn wir wollen, er ist jetzt natürlich kein Kung-Fu-Kämpfer, das heißt, dort ist die Beweglichkeit auch ein bisschen nicht nur durch die Kleidung eingeschränkt. Auch hier am Nacken sehen wir, da ist ein kleiner Buckel, das heißt, der Kopf lässt sich gar nicht so weit nach oben bewegen, aber auch relativ weit nach unten trotzdem. Das geht schon. Von daher gibt es da genug, was man mit dieser Figur alles anstellen kann. Schauen wir uns einmal aus der Nähe an. Und dann sehen wir, dass hier natürlich die Eishockeymaske sehr schön nachgebildet wurde im kleinen Format. Wir haben die Straps, die Bündchen sozusagen, die umgehen. Wir haben die roten Pfeile. Die Löcher sind alle auch wirkliche Löcher, das heißt, die sind nicht nur aufgemalt. Wir können hier sehr schön sehen, dass Jason fast schon auch verbrannte Haut hat, aber es ist halt wirklich eher deformiert alles. Und ein cooles Feature ist, dass man die Maske auch abnehmen kann. Hier seht ihr, dass dort wirklich Löcher vorhanden sind und dass dort unter der Maske ein modellierter Kopf ist, der mich auf den ersten Blick immer ein bisschen an Peter Capaldi erinnert. Aber hier auch sehr schön modelliert ist mit dem schiefen Auge. Wir haben hier ein normales Ohr, wir haben hier ein kaputtes Ohr, keine Haare. Das ist alles wirklich deformiert und verformt und sieht auf den ersten Blick ziemlich eklig aus. Das passt, finde ich, zur Figur. Und das Tolle ist, dass man wirklich die Maske auf- und absetzen kann. Und wenn man es dann richtig macht, sieht man hier auch, dass dort das eine Auge ein bisschen runterhängt unter der Maske und das ist ein sehr cooler Look. Weiter unten sehen wir, dass Jason ein weißes Unterhemd trägt und darüber ein grünes Gärtnerhemd. Das ist auch ein wirklich schöner Stoff und die Farbe ist auch gut getroffen. Hier unten sehen wir, dass es an den Ärmeln aufgerissen ist. Da ist normalerweise wahrscheinlich ein Knopf. Das hat man hierfür nicht gemacht. Ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen zu klein ist, das Hemd. Wir haben hier noch so Fake-Taschen, die leider auch nur zu sind. Wir sehen, dass hier hinten der schöne Buckel rauskommt, der das Hemd ein bisschen hochzieht. Und deswegen sind, glaube ich, auch die Arme ein bisschen zu kurz, denn was mich so ein bisschen stört, wenn ihr das hier sehen könnt, ist, dass die Handgelenke sehr sichtbar sind. Und das nimmt dem Ganzen so ein bisschen die Illusion, dass es sich hierbei nicht bloß um eine Actionfigur handelt, sondern um einen Menschen. Es klaut so ein bisschen diesen Realismus, den wir ja auch durch die Stoffkleidung irgendwie hervorrufen wollen. Ansonsten haben wir hier unten eine beige-braune Hose, die sehr schön außen vernäht ist. Innen ist die Naht nicht sichtbar, so wie es sich bei einer Hose eigentlich auch gehört. Unten an den Füßen haben wir halbhohe Stiefel, ganz in schwarz, aber trotzdem sehr schön modelliert mit den Schnürsenkeln und auch mit den
Sohlen, unter denen sogar noch ein bisschen Dreck ist. Von daher eigentlich ähnlich wie Michael Myers, relativ simpel gehalten, aber reicht, um die Besonderheiten oder die Ästhetik der Figur auszuarbeiten. Ja, finde ich ziemlich cool, bin ich sehr zufrieden mit dem Look und ich glaube, da lässt sich einiges Cooles draus machen. Genau wie auch die anderen Figuren kommt Jason natürlich mit verschiedenen Händen. Ihr seht, jetzt haben wir zwei greifende Hände. Die Figur kommt mit keinerlei Fäusten, das habe ich ja bei den Power Rangers Figuren immer moniert. Hier kann ich es verstehen, da Jason doch eher weniger Leute schlägt, sondern sie erwürgt oder mit Waffen zur Strecke bringt. Zusätzlich zu den beiden greifenden Händen haben wir einmal zwei rechte Hände. Eine offene, die hier, wie ihr sehen könnt, auch so einen leichten Daumen- und Zeigefinger-Greiffunktion hat. Und dann hier haben wir noch eine, die aussieht, als könnte sie eine Pistole halten. Da kommen wir später dann nochmal zu. Und wir haben zusätzlich zwei offene Hände, die Sachen halten können, jemanden packen können, was man sich gerade dazu ausdenkt. Ich versuche mal einmal hier ran zu zoomen, denn... Na, es müsste dann so gehen. Die Hände sind sehr schmutzig. Das ist ähnlich wie bei Michael Myers, wo die Fingernägel schmutzig waren, hat man hier darauf geachtet, sehr viele Details auf den Hautton und den Schmutz zu legen. Zusätzlich zu den Händen kommt Jason auch mit einem alternativen Kopf. Und dieser Kopf ist nicht nur ein Kopf, sondern er kommt auch mit einer alternativen Maske. Und wer den Film gesehen hat, weiß, dass Jason am Ende des Films eine Wunde am Kopf bekommt, nämlich durch eine Axt. Und das spiegelt dieser Kopf wieder. Wir haben hier eine blutige Wunde unter der Maske inklusive dem passenden Schlitz. Und das Ganze geht dann auch unter der Maske weiter, wo wir ein wirklich blutverschmiertes Gesicht haben. Und nicht nur blutverschmiert, sondern auch eine leicht andere Mimik haben. Dort ist der Mund weiter aufgerissen. Das Gesicht ist ein bisschen, ja, möchte man sagen, schmerzverzerrter. Man sieht noch ein bisschen schöner die ausgearbeiteten, ekligen Zähne. Das Coole ist, und da kommen wir dann zu den nächsten Extras, dass oben der Schlitz auch nutzbar ist. Und zwar liegt als erste Waffe diese Axt der Figur bei, die sehr schön modelliert ist. Man schaue sich mal die Maserung von dem Holz an und auch den Metalleffekt inklusive Blut. Und wenn man will, kann man diese Axt oben in diesem Kopf verstauen. Finde ich, ist eine ganz coole Idee und mit anderen Figuren im Zusammenhang kann man dort sicherlich einige witzige Szenen aus dem Film nachstellen. Natürlich kommt die Figur aber nicht nur mit einer Waffe, sondern wir haben auch Jasons typische Machete, die ähnlich gut verarbeitet ist mit einem schwarzen Griff. Sehr schöne Klinge mit sehr viel Blut dran. Außerdem bekommt Jason ein kleines Kampfmesser, welches auch blutverschmiert ist. Dann haben wir noch ein Hackebeil, ein Fleischerbeil mit einem braunen Griff, aber ebenso blutverschmiert. Dann haben wir noch eine Rohrzange. Die ist von sich aus schon rot. Ich glaube, da würde man das Blut eh nicht mehr drauf sehen. Dann haben wir noch einen blutverschmierten Schürhaken. Außerdem haben wir eine Harpune. Ich glaube, die wird in Jason Goes to Manhattan benutzt. Ich weiß nicht, ob die vorher schon in einem Film vorkommt. Und zu guter Letzt haben wir eine Forke oder eine Mistgabel, die auch blutverschmiert ist. Dort ist das Blut so ein bisschen, ja, sehr symmetrisch aufgetragen. Da kann man vielleicht selber dann noch ein bisschen nachhelfen. Alles in allem, aber und besonders im Vergleich zu Michael Myers, kommt die Figur mit ordentlichen Mordwerkzeugen, wo Michael ja dann nur sein klassisches Messer hatte und dafür dann eher auch diesen komischen Gespenstkopf.
Von daher glaube ich, dass wir hier mit Jason, gerade was die Extras und Mordwerkzeuge angeht, eine sehr schöne Figur bekommen haben, die die Figur detailgetreu nachstellt und bei der Freitag der 13. Fans eigentlich zuschlagen müssten, wenn sie sich eine wirklich tolle Jason-Figur ins Wohnzimmer oder sonst wohin stellen wollen. Ich bin auf jeden Fall sehr begeistert von der Figur und freue mich, sie in meine Sammlung hinzugefügt zu haben. Umso mehr freue ich mich, dass demnächst dann auch der Freddy Krüger aus Nightmare on Elm Street Teil 1 von Mezco herausgebracht wird. Dann hätte ich sozusagen mein Horror-Trio Infernale, um entsprechend auch Szenen aus möglichen kommenden Filmen nachzustellen, wo die drei aufeinandertreffen. Vielleicht bekommen wir noch mehr Horrormonster, zum Beispiel Ghostface aus Scream, fände ich, glaube ich, als Mezco-Figur ganz cool, gerade aus Stoff. Es wird ja jetzt auch, glaube ich, ein neuer Scream produziert, von daher, Mezco, wenn ihr da die Lizenz nehmen wollt, bin ich auf jeden Fall einer der ersten Abnehmer. Wenn euch das Review gefallen hat und auch die Figur, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare, hinterlasst einen Daumen nach oben da und abonniert auch den Kanal. Ich freue mich natürlich auch immer, wenn ich euch, wenn ich was von euch auf Instagram oder Twitter höre. Von daher schaut da auch gerne vorbei. Das war's von mir, bis zum nächsten Mal. Tschüss.